Im Rahmen eines Gemeindebesuchs hat Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam mit dem Thüringer Bürgermeister Harald Wittwer die dort ansässige Zweigniederlassung der Firma Hilti AG besichtigt. Begrüßt wurden sie am Firmensitz von Werksleiter Karl Hoffmann. Am Produktionsstandort sind aktuell insgesamt 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 72 Lernende erhalten im Werk eine qualitativ hochwertige Lehrlingsausbildung. Die Liechtensteiner Hilti-Gruppe zählt zu den Weltmarktführern für Befestigungs- und Abbautechnik. Im Zuge einer Betriebsvergrößerung konnte auch die Lehrwerkstätte am Standort Thüringen großzügig erweitert werden. Auf eine hochwertige Lehrlingsausbildung wird im Betrieb größten Wert gelegt. Unsere Lehrlinge sind unsere Fachkräfte von morgen, bekräftigte Wallner und nutzte die Gelegenheit, um sich mit den Jugendlichen auszutauschen. Im Durchschnitt befinden sich 70 junge Menschen in Ausbildung. Landeshauptmann Wallner würdigte beim Rundgang den beachtlichen Einsatz des Unternehmens in Sachen Lehrausbildung und stellte klar, dass sich Hilti mit dem gezeigten Engagement für die Zukunft beste Entwicklungschancen sichere. Bei der Betriebsbesichtigung kam klar zum Ausdruck, dass in der Hilti-Gruppe Aspekte der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. Von Hilti werden Kriterien berücksichtigt, die sich an den Faktoren Wohlbefinden der Mitarbeiter, Umwelt, Energienutzung und nachhaltiger Einsatz von Baumaterialien orientieren.